das eigentlich, es gibt keine Gesamtstudie, die am Ende Resümee sieht, wenn wir einem einjährigen Kind im ersten Lebensjahr eben nicht nur eine Impfung verpasst haben, sondern am Ende des zweiten Lebensjahres werden es 37 Impfungen sein. Und darüber gibt es keine Studien. So, also, eigentlich heißt das, was ich hier mal ausgearbeitet habe, impffrei gesund, können wir uns auch ohne Impfen gesund erhalten? Eine wichtige Frage. Ich möchte dem Ganzen ein Zitat von Katharina Tschocke an den Anfang stellen. Sie hat das Buch geschrieben, Darmbakterien als Schlüssel zur Gesundheit. Ich kann dieses Buch nur jedem empfehlen. Es ist mit sehr viel Liebe und mit sehr viel Weisheit geschrieben und beschäftigt sich mit unserem Mikrobiom. Also wir sind ja letztlich eine Ansammlung von Zellen. Und Und sie hat nämlich gesagt, wir dürfen uns, wenn wir gesund bleiben wollen, und wieder werden wollen, nicht nur mit den leicht verdaulichen Dingen beschäftigen. Und diese leicht verdaulichen Dinge gelten natürlich nicht nur mit dem, was wir essen, sondern das gilt auch mit dem, worüber wir nachdenken und womit wir uns beschäftigen. Auch das stärkt unser Immunsystem, wenn wir uns eben nicht nur mit den leicht verdaulichen Dingen beschäftigen. Das Thema Impfen wirft ganz viele Fragen auf und ich könnte hier viele Vorträge zu diesem Thema halten, nicht nur einen. Es ist ein sehr komplexes Thema und es wirft viele, viele Fragen auf. Ich habe jetzt mal ein paar Fragen, die ich hier heute Abend nicht alle beantworten kann, aber nur damit ihr einen Eindruck davon bekommt, dass das kein einfaches Thema ist und dass es auch keine einfache Antwort oder Lösung für dieses Thema gibt. Sondern da muss man schon eine Weile dran, muss man sich schon mit auseinandersetzen. Da ist einmal der gesellschaftliche Aspekt zum Thema Impfen. Nutzen denn die Impfungen überhaupt unserer Volksgesundheit? Wäre ja mal eine Frage, wir müssen alles qualitätssichern und immer wird überprüft, ob der Einsatz der Mittel denn auch den Effekt rechtfertigt. Und das ist bis heute eigentlich von staatlicher Seite ausgeblieben, zu kontrollieren, ob die eingesetzten Mittel im Verhältnis stehen zu dem Effekt, der angeblich da sein soll. Gibt es aufgrund der Impfungen eigentlich mehr Gesundheit? Sind wir gesünder geworden in den letzten 30, 50 Jahren? Gibt es mehr gesunde Menschen? Gibt es tatsächlich so ein Konstrukt wie die Herdenimmunität? Alleine darüber könnten wir hier einen ganzen Nachmittag diskutieren. Dann gibt es ganz viele politische Aspekte. Wer finanziert eigentlich die ganzen Impfprogramme? Wer haftet eigentlich im Impfschadensfall? Wer finanziert die Studien? Wen finanziert das Paul-Ehrlich-Institut? Und wen das Robert-Koch-Institut? Ja? Dann gibt es da noch weitere Fragen zum Thema Impfen. Das waren jetzt alles noch keine medizinischen Fragen, ihr habt es gemerkt. Ist überhaupt die Wirksamkeit von Impfungen bewiesen? Sind die Inhaltsstoffe von Impfungen überhaupt sicher? Ist die Risiko-Nutzen-Bilanz eigentlich positiv für jeden Einzelnen, für uns und auch gesellschaftlich gesehen? Und sind Geimpfte im Vergleich zu Ungeimpften tatsächlich gesünder? Tatsächlich gibt es keine placebo-kontrollierte Impfstudien, die den Nachweis erbracht haben, dass geimpfte Menschen gesünder sind als ungeimpfte, weil man eine solche Studie als unethisch bezeichnet, ungeimpfte Menschen mit geimpften Menschen zu vergleichen. Da kann man sich mal seine Gedanken machen, warum das unethisch sein soll. Wie wirken sich die zahllosen Impfungen eigentlich auf unser Immunsystem aus? Jede Impfung kriegt für sich alleine genommen eine Zulassung. Und da haben irgendwelche Studien, wer immer die finanziert hat, wie immer die zustande gekommen sind, stattgefunden. Aber wie wird das eigentlich? Es gibt keine Gesamtstudie, die am Ende Resümee sieht, wenn wir einem einjährigen Kind im ersten Lebensjahr eben nicht nur eine Impfung verpasst haben,
sondern am Ende des zweiten Lebensjahres werden es 37 Impfungen sein. Und darüber gibt es keine Studien. Was machen 37 Impfungen mit dem Körper eines kleinen Babys? Und diese Dosis werden ja nicht nur mal einmal vergeben, sondern wir müssen ja immer wieder dranbleiben sozusagen. Impfungen kann man ja sammeln, wie früher die Aufkleberheftchen, ne? Immer eins dazu und immer schön gucken, dass man auch schön nach Stikoplan seine Kleberchen gesammelt hat. Hinterlassen Impfungen eigentlich lebenslange Beeinträchtigungen? Inwieweit verändern sie unsere Fähigkeit zur Selbstheilung? Ist eine berechtigte Frage. Warum geht man der nicht nach? Und wie werden, das ist eine ganz wichtige Frage, wie werden eigentlich Personen herausgefiltert, die auf einen der Inhaltsstoffe von Impfungen reagieren? Und zwar zum Teil mit einem anaphylaktischen Schock, der bis zum Tod führt. Wieso klärt man das nicht vor der Impfung? Wieso wartet man erst ab, spritzt ins Dunkel und guckt mal sehen, was passiert? Dann komme ich mal zu den individuellen Fragen, die Sie sich selbst mal stellen sollten bezüglich des Themas Impfung. Warum wollen Sie sich eigentlich impfen? Welche Motivation steht dahinter? Oder sollten Sie sich impfen wollen? Das müssten Sie mal für sich klären. Wer trägt eigentlich den Nutzen, wenn Sie sich impfen lassen? Und wer trägt am Ende die Risiken? Wer fordert das Impfen? Und welchen Eingriff bedeutet die Impfung auf mein persönliches Immunsystem, so wie ich von der Schöpfung gewollt bin? Die Impfung, die ja jetzt für Corona entwickelt wird, wird in unsere Gene eingreifen. Wir haben laut der europäischen Verfassung ein Anrecht, also vielmehr, da gibt es einen Paragraphen, dass wir nicht diskriminiert werden dürfen wegen unserer genetischen Merkmale. Ist das nicht eine Diskriminierung, wenn man praktisch unser Genmaterial verändert, damit wir Corona-frei sind? Untergräbt das Impfen vielleicht die Fähigkeit zur Selbstheilung? Die Theorie des Impfens ist eigentlich bis heute nur eine Arbeitshypothese, ohne wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweis. Der ist bis heute für viele Impfungen nicht erbracht. In Studien werden Ersatzparameter gemessen, sogenannte Surrogatparameter. Das heißt, man zählt ein paar Antikörper und wenn man dann genug Antikörper hat, dann wirkt die Impfung. So einfach ist das Weltbild, aber so einfach ist es eben nicht und so einfach ist auch Gesundheit nicht. Deswegen, weil ja eben alle diese Fragen ungeklärt sind, gab es eigentlich bis vor kurzem oder gibt es offiziell immer noch in Deutschland keine Impfpflicht, sondern nur eine Impfempfehlung. Aber alle, die Kinder haben, wissen ja jetzt mit dem Masern-Hype, dass man die Masern-Impfpflicht praktisch über die Hintertür eingeführt hat, indem man Kinder impfen muss, bevor sie eine öffentliche Einrichtung besuchen. Was führt eigentlich dazu, dass wir uns sozusagen impfen lassen wollen? Und da sehe ich ein ganz zentrales Thema, das ist das Thema Angst. Wir haben Angst vor Krankheit. Wir haben Angst vor dem Leben und wir glauben, wir könnten uns mit der Impfung davon irgendwie freikaufen, durchwuscheln. So tun, als ginge uns das nichts an. Aber kann man sich wirklich vor den Themen seines Lebens mit irgendeinem Medikament freikaufen? Ist die Krankheit nicht ein Lehrmeister, die uns zeigt, halte mal inne und gucke mal nach, was hier gerade stattfindet? Gerade die Kinderkrankheiten, Herr Dr. von Rosen hat das letzte Mal sehr schön erzählt, dass wenn man dann den Kindern die Möglichkeit lässt, die Masern zu bekommen, dass sie daran reifen, dass sie sich daran weiterentwickeln. Warum sollen wir geimpft werden? Hat jemand vielleicht kein Interesse daran, dass wir uns weiterentwickeln? Das sind Fragen, die wir uns stellen sollten.
ist das, was uns Angst, was uns in dieser Angst lähmt. Also Sie sind ja heute alle hier und Sie sind nicht gelähmt in Ihrer Angst. Von daher sind Sie sehr gesund und ich freue mich, dass Sie so gesund sind, heute da zu sein. Also ich finde das ganz toll. Applaus von mir an Sie. Menschen, die nämlich in ihrer Angst gefangen sind, die befinden sich in einem Hasenkasten. Und ich beschreibe jetzt mal den Hasenkasten. Ja, der Hasenkasten der Angst, der sieht so aus. In der Regel gibt er sich heraus, als wäre er allgemeingültig. Also der passt für jeden. Ja? Er gibt sich im Wortlaut unserer Bundeskanzlerin als alternativlos aus. Ja? Er gibt sich scheinbar als wissenschaftlich bewiesen aus. Wenn man dann genau dahinter schaut, ist viel Schall und Rauch. Er wird von den meisten unhinterfragt einfach übernommen. Und er begegnet uns permanent in den Medien, in der Werbung und selbst in den aufklärenden Broschüren des Staates. Schaut euch mal die Broschüren an zum Thema Mammographie-Screening oder zum Thema Impfen von der Bundesministerium für Gesundheit. Ja? Da gibt es ganz viele Kritikpunkte. Der Gigerenzer, das ist ein Statistikprofessor, hat Ihnen ganz oft nachgewiesen, dass Sie statistisch nicht zu halten sind, dass die Falsch-Positiv-Diagnosen und das Risiko falsch bewertet wird. Aber es wird uns so in den Broschüren vermittelt. Und diese ganzen Broschüren oder diese Werbung oder dieses Permanente, was hier uns als richtig oder wahr verkauft wird, das ist in der Art und Weise, wie es uns als wahr verkauft wird, so stark mit Emotionen geladen, dass wir uns gar nicht mehr trauen, einen Schritt zurückzugehen und die Dinge mal ganz nüchtern zu betrachten. Und sie sind permanent präsent im öffentlichen Raum. Das ist das eigentliche Problem, dass diese Präsenz im öffentlichen Raum eigentlich andere Themen, die es wert wären zu diskutieren, einfach verdrängt. Das macht sich so breit und so dick, dass für anderes gar kein Platz bleibt. Wie kann man diesen Hasenkasten verlassen? Ja, zum einen muss man sich bewusst werden, dass wir auf das Leben ganz persönliche Antworten finden und dass jeder von uns sehr persönlich und einmalig ist. Und eigentlich so, wie er von Gott geschaffen ist oder von der Schöpfung, vollständig heil. Ja? Und natürlich sind wir alle mit Zweifeln behaftet. Wir alle befinden uns auf der Suche. Und wir suchen auch nach Alternativen. Das steht uns auch zu. Und wir müssen unseren Erfahrungen trauen und unseren Gefühlen, unserem Gespür manchmal in uns gehen. Ich habe ein impfgeschädigtes Kind und ich habe anschließend, nachdem es passiert war, mich sehr tief mit dem Thema beschäftigt. Aber eigentlich hätte ich zu diesem Thema kein einziges Buch lesen müssen, wenn ich auf mein Bauchgefühl gehört hätte. Weil eigentlich als Mutter hat man das Gefühl, wenn man sein kleines Kind zum Impfen hinhält, man liefert es aus. So ging es mir. Und ich habe mir, als dann der Impfschaden offenbart wurde, habe ich nachts im Bett gelegen, habe gesagt, du kriegst von der Schöpfung ein gesundes Kind geschenkt und du lässt es dir kaputt impfen. Ich habe nächtelang geweint. Ja. Heute habe ich damit Frieden geschlossen. Ich sage heute, ich bin dankbar. Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen. Wir haben sehr viel alternativmedizinisch gemacht. Ich bin heute dankbar, dass es mir passiert ist. Weil es auch an dieser Sache bin ich gewachsen. Es war für mich der Ansporn, genau hinzugucken, innezuhalten und Fragen zu stellen und hartnäckig Antworten zu suchen auf diese Fragen. Wie gesagt, ich habe auch Antworten gefunden, aber eigentlich hätte ich nicht ein Buch lesen müssen, sondern nur meinem Gefühl vertrauen müssen. Dann hätte ich mein Kind nämlich gar nicht impfen lassen. Und jetzt kommt der nächste schwierige Schritt, wenn wir dann unserem Bauchgefühl vertrauen
dann geraten wir manchmal im Konflikt mit den Dingen, die von außen von uns erwartet werden. Und diesen Konflikt auszuhalten, das ist sozusagen die Türe des Hasenkastens. Wenn Sie in der Lage sind, diesen Konflikt sozusagen auszuhalten und zu tragen, ja, dann verlassen Sie diesen Hasenkasten der Angst. Und dann geht es auch mal darum, was ist eigentlich Wahrheit? Und Wahrheit will gefunden werden. Das heißt, man findet die Wahrheit nur, wenn man viele Fragen stellt und sucht. Und ich kann Ihnen versprechen, die Wahrheit finden Sie nicht bei ARD und ZDF. Und wenn Sie die Wahrheit denn gefunden haben, das kann ich Ihnen auch sagen, das sind sowieso Glückskernchen. Hermann Hesse hat mal von der goldenen Spur gesprochen, die ein Leben und auch das hält uns gesund. Da sind wir wieder bei dem Thema, wir dürfen uns nicht nur mit leicht verdaulichen Dingen beschäftigen, sondern wir müssen auch den Mut haben, manchmal einen Konflikt auszuhalten und den unbequemen Dingen in die Augen zu schauen. Und ich habe zu Hause, habe ich einen Drachen auf dem Dach, habe ich mir töpfern lassen vom Rudiger Ludwig. Das ist so ein Tontöpfer, der macht Dachreiter. Und mein Tier ist der Drache. Und mein Drache auf dem Dach, der lächelt. Weil es ist eine ganz tiefe Lebenserfahrung, die ich gemacht habe in meinem Leben. Wenn ich denn den Mut habe, den Konflikt anzuschauen und auszuhalten und innezuhalten und hinzugucken, und dann lächelt der Drache zurück. Ich verspreche es euch, er lächelt zurück. Ja, weil man malt sich in seinem Kopf die Dinge und die Konflikte oft viel schlimmer aus, wie sie denn tatsächlich sind, wenn man denn den Mut hat, innezuhalten und hinzugucken. Und deswegen, ich könnte euch zu dem Thema noch ganz viel erzählen, aber ich möchte es an dem Punkt mal belassen. Ich möchte euch einfach nur mit auf den Weg geben, innezuhalten, den Konflikt auszuhalten, genau hinzugucken, und ich verspreche euch, der Drache lächelt zurück.
Das weiß noch keiner, aber in Fulda werden wir irgendwie...